Jo, liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute leider wieder alleine, da wir momentan so viele Projekte am Start haben, dass wir einfach nicht dazu kommen, wirklich viel Game News zu drehen. Dementsprechend aber ein kleiner und feiner News Flash heute. Die Themen, die ich heute für euch habe, sind Battlefield Hardline und die fahrbare Couch, die GTA-Verfilmung und Diablo 3 in der Third-Person-Perspektive. Battlefield Hardline. Das heiß erwartete Spiel ist am 17. März vergangenen Monats rausgekommen und hat leider nur mittelprächtige Wertungen abbekommen. Kurz gesagt, ein Singleplayer-Modus, der nicht ganz das gehalten hat, was eigentlich im Voraus versprochen war, und ein Multiplayer-Part, der nicht wirklich herausragt aus der Masse. Besonders an Battlefield Hardline ist aber hervorzuheben die besonderen Easter Eggs, die die Entwickler im Spiel untergebracht haben. Die zwei berühmtesten davon sind die unglaublich coolen Nachladesequenzen und die fahrbare Couch. Jetzt hat der Entwickler ein paar Statistiken veröffentlicht, demnach mittlerweile 80.000 Menschen von dieser fahrbaren Couch überfahren wurden. Diese Statistikkarten, hier eingeblendet, werden übrigens immer beliebter bei Entwicklern. Wie findet ihr das? Findet ihr das Ganze interessant oder eher überflüssig? Und nächstes Thema. Es geht um die GTA-Verfilmung von BBC. Das Ganze wird den Namen Game Changer tragen und nicht etwa ein Gangster-Epos werden. Nein, BBC plant eher die Geschichte von Rockstar vom ersten Teil bis zu heute GTA 5 zu verfilmen. Dabei soll auch beleuchtet werden, wie Gewaltdiskussionen zum Thema Videospiele heute und damals stattgefunden haben und Rockstar sich aber trotzdem treu geblieben ist und heute einer der weltweit erfolgreichsten Videospielmarken führt. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Hauptrolle der Rockstar-Chef Sam Hauer von Daniel Radcliffe gespielt. Ja, liebe Freunde, das ist Harry Potter. Regisseur des Ganzen wird übrigens Owen Harris sein, der schon für die Serie Misfits verantwortlich war. Die Dreharbeiten zu dem Ganzen beginnen jetzt am 20. April und ich bin gespannt, was im Endeffekt dabei rauskommt. Und ein letztes schnelle Thema, das unter die Kategorie schön zu wissen fällt, nämlich Diablo 3 in Third-Person-Look. Vor ein paar Tagen hat ein Video nämlich für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, in der Diablo 3 gespielt wurde aus der, ja, Schulterperspektive. Wie sich jetzt herausstellte, war das Ganze zwar kein Fake, aber die Kamera wurde eigentlich nur in eine feste Position arretiert. Cool aussehen tut das Video von dem User Monstrous3D trotzdem. Und jetzt noch meine Frage an euch, spielt ihr selber Diablo und wie findet ihr so einen Third-Person-Look, der auch offiziell funktioniert? Und nur noch ein Thema in eigener Sache. Wir werfen jetzt einen ersten Blick in die Community Games Folge von diesem Sonntag. Du willst hier drinnen eine Rakete zünden? Ja! Eine Rakete, die du in die Luft schießt? Wer will hier eine Rakete drinnen zünden? Ja. Hier drinnen! Wir machen es einfach! Was soll denn hier? Damit habe ich nichts zu tun! Wir werden wieder hier hoch! Er kann das nicht tun! Er kann es nicht! Ich kann. Lass mich raus hier! Liebe Leute, das ist mit Abstand das Dümmste, was wir hier getan haben. Ihr wisst, wichtige Sachen werden in Feuer geschmiedet. Scheiße, Alter, das geht nicht. Ah! Wie das? Ah! Und ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf wie ich. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen oder ein Abo da, denn dann wissen wir genau, was ihr feiert und was nicht. Bis dahin, euer Buddy und nächste Woche wieder mit Makatze.